Der Titel meines Vortrages lautet: Die Schonzeit ist vorbei. Das heißt, für die Fähigen ist das eher eine Fanfare in die Zukunft und für die anderen ist das eher angstmachend. Darum habe ich nur 45 Minuten. Falls Ihnen das zu anstrengend ist, dann werden Sie die 45 Minuten wahrscheinlich schaffen. Ich möchte einfach vor einigen Dingen warnen und wenn ich die kenne, dann kann ich damit umgehen oder es positiv ausdrücken, dass ich es in die Hand nehmen kann. So, meine Damen und Herren, wir haben Sie gestern einen Bogen ausfüllen lassen und das Spielchen mache ich seit ungefähr 20 Jahren und die Ergebnisse sind sehr interessant, insbesondere da sie sich jetzt maßgeblich verändern. Bei der Frage Nummer 1 war es darum gegangen, worin Sie Ihren Erfolg sehen, Ihren Führungserfolg. Und bei der Frage Nummer 2 war es darum gegangen, wo ist Ihr größtes Hemmnis, Ihr größtes Problem derzeit? Die Auswertung ergibt Folgendes. Bis vor ungefähr 10 Jahren war das größte Problem die Motivierung der Mitarbeiter. Also, wenn wir bessere Leute hätten, könnten wir besser arbeiten. Das war so der Tenor gewesen. Das ändert sich jetzt langsam. Wir sehen jetzt, wenn wir sagen, wie weit bin ich verantwortlich? Wie weit ist die Welt verantwortlich? Zur Welt gehört die Marktlage, zur Welt gehört die Gesetzeslage, die ich nicht ändern kann, zur Welt gehört der Wettbewerber, den ich nicht ändern kann. Das alles ist Welt. Bitte beachten Sie, dass erfolgreiche Menschen immer im selben Umfeld erfolgreich sind wie die anderen. Die operieren im selben Markt, unter denselben Bedingungen, unter derselben Gesetzeslage, am selben Standort wie der Wettbewerb, rekrutieren ihre Leute aus demselben Menschenpool wie der Wettbewerb und sind trotzdem erfolgreich. Also müsste es doch nicht so sehr die Welt sein. Und wir haben zum ersten Mal es geschafft jetzt bei diesen Bögen gestern, dass 2/3 von Ihnen bei der ersten Frage sagen, eigentlich bin ich verantwortlich für meinen Führungserfolg. Dass, wenn man das alles analysiert, was da steht, Eigenmotivation, Selbstdisziplin, klare Zielsetzung, alles, was da steht, bezieht sich auf mich. Das ist sehr schön und 1/3 ist die Welt. Also der böse Markt, der böse Wettbewerber und so weiter. Aber bei der zweiten Frage, wo Sie Ihr größtes Hemmnis sehen, da ändert sich die Sachlage schon wieder dramatisch. Denn da haben wir dann wesentlich mehr Welt und wesentlich weniger, ich kann das selber lösen. Sie müssen entscheiden, welche innere Einstellung Sie haben wollen. Das ist selbstverständlich klar. Die Punkte, die Sie auf diesem Zettel finden, entsprechen dem Begriff der Erfolgsintelligenz von Sternberg. Sie kriegen nachher in der nächsten Pause nochmal ein Bladel, da sind die Aussagen dann so aufgelistet, mit auch seinem Namen, dem Titel seines Buches, damit Sie das vielleicht lesen können. Haben wir den Sternberg noch rechtzeitig bekommen am Büchertisch? Nicht mehr, gell? Sternberg haben wir nicht. Wir werden ihn dann ins Programm nehmen. Das heißt, Sie müssen entscheiden, wie Sie es sehen wollen. Und Sie kennen vielleicht das Beispiel von Wayne Dyer, das ich ja seit 2 Jahren immer wieder bringe, der gesagt hat, wir können die Menschen einteilen in Frösche und Adler. Und die Frösche quaken halt viel. Und die Frösche übergeben ihre Nachkommen der Welt und sind nicht mehr verantwortlich dafür. Die Welt ist schuld, wenn ihnen was passiert. Und der Adler zieht seine Nachkommen selbstverantwortlich auf. Wenn wir sagen, die Welt ist schuld an meinem Unglück, das ist halt der Frosch. Quak, quak. Wenn wir sagen, ich bin verantwortlich, bin ich Adler. Und wenn Sie diese Aussagen mal mit denen ein bisschen meditieren auf diesem Blatt, das da kam, das sind halt die Adler-Spezialitäten. Wie gehe ich um mit Problemen? Und der Witz ist der, je mehr wir Verantwortung abschieben, je mehr wir sagen, die Welt ist schuld, je mehr wir sagen, wenn meine Mitarbeiter besser wären, würde es besser laufen und all diese Dinge, desto unglücklicher sind wir, desto gestresster sind wir. Und je gestresster wir sind, desto mehr Denkblockaden haben wir. Und desto weniger Chancen haben wir, das Problem morgen besser in den Griff zu bekommen. Das sind Teufelskreise, die wir da aufbauen. Und je mehr wir Verantwortung übernehmen, je mehr wir sagen, es ist meine Verantwortung, das muss ich nicht 100% der Zeit sagen, aber wenn es mir öfter gelingt als davor, dann gewinne ich Macht. Und sehen Sie, früher haben wir geschaut, dass wir äußere Macht bekommen. Statushierarchien waren ein Symbol äußerer Macht und dann hat man die Leute befehligt. Und das geht aus manchen der Fragebogen noch hervor. Die Leute können am besten Anweisungen befolgen und so steht dann da. Die Zeit der äußeren Macht ist vorbei. Wir sind jetzt im Zeitalter der inneren Macht.
Und die Erfolgsintelligenz bedeutet, dass sie innere Macht entwickeln. Und wenn sie innere Macht entwickeln, ist völlig egal, in welche Situation man sie hineinsetzt. Sie werden sozusagen immer nach oben schwimmen. Aus eigener Kraft nach oben schwimmen. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Denkanstöße geben. Wenn wir Sie fragen, Satzergänzungen gestern auf dem Zettel, die meisten Mitarbeiter sind, dann haben zwar von 183, die diesen Teil ausgefüllt haben, manche haben ja manches ausgelassen, das ist ja ihr gutes Recht, haben 57 gesagt, dass die Mitarbeiter nicht okay sind und 126, die Mitarbeiter sind okay. Das ist das erste Mal ein dermaßen gutes Ergebnis. Nun weiß ich nicht, wie viele waren bei Ihnen schon zwei, dreimal dabei, wo wir solche Bögen hatten, wissen schon Bescheid. Oder wie weit ist es wirklich Ihre innere Überzeugung, das müssen Sie wissen. Aber es ist das erste Mal, dass das Ergebnis so gut ausfällt. Aber die, bei denen die Mitarbeiter nicht okay sind, die schreiben dann zum Beispiel, sind nicht motiviert, sind schwer zu motivieren, sind zu wenig erfolgsorientiert. Aber dann schreiben die zum Beispiel, die Mitarbeiter sind, die meisten Mitarbeiter, wohlgemerkt, das hieß nicht einige Mitarbeiter. Es hieß nicht, manche Mitarbeiter sind manchmal. Es hieß, die meisten Mitarbeiter sind. Wir fällen hier Qualitätsurteile über diese Personen, die für uns arbeiten. Das tun wir da. Die meisten Mitarbeiter sind führungsbedürftig. Wie schön, dass ich als großer Boss und große Bossin denen dann sage, wo es lang geht. Die meisten Mitarbeiter sind Schafe. Und dieser Mensch hat als größtes Hemmnis das Problem, Mitarbeiter zu motivieren. Ist es ein Wunder? Da hat ja der Schäferhund noch eine bessere Einstellung zu den Schafen. Die meisten Mitarbeiter sind unfähig. Ich weiß nicht, ob in den zwei Tagen jemand die selbsterfüllende Prophezeiung schon erwähnt hat, aber ich nehme an, Sie haben schon mal was davon gehört. Hat ein Professor Merton an der Harvard University in den 50er Jahren nachgewiesen, dass wir unseren Erwartungen gemäß die Welt beobachten, das ist ein Wahrnehmungsfilter und dann kriegen wir auch das, was wir wollen. Also das wissen wir jetzt schon seit anderthalb Generationen. Die meisten Mitarbeiter sind unfähig, zu bequem, engstirnig, zu bequem, problematisch, unflexibel, ziellos, geschwätzig und egoistisch, egoistisch, eigensinnig, träge, durchschnittlich naiv, unflexibel. Sehen Sie, und auch das ist ein uraltes Modell, das hinter diesen Fragen steht, das Sie wahrscheinlich kennen. Wem von Ihnen sagt der Name McGregor etwas? Hand hoch. Nur so wenige oder sehe ich das falsch? Nochmal bitte. McGregor, Hand hoch. Ui. Ui, das ist ja interessant. Hinter diesen Fragen liegt etwas sehr Interessantes. McGregor hat Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre durch groß angelegte Studien in Amerika herausgefunden, dass nachdem der Seppuku-Effekt, Verzeihung, der selbsterfüllende Prophezeiungseffekt bekannt geworden war, hat McGregor gesagt, gut, welche Einstellungen haben denn die Führungskräfte zu ihren Mitarbeitern und dann werden sie ja diese Welt hinterher erleben. Und weil er keinen besseren Namen wusste, hat er gesagt, okay, sprechen wir einfach von X und Y. Haben Sie das mal gehört und wissen nicht, dass es McGregor ist, Theorie X und Y? Hand hoch. Das sind ein paar mehr, glaube ich, oder ein paar andere, aber nicht, okay. Und hat gesagt, okay, der Führungsmensch mit der Position X sagt, die Mitarbeiter sind dumm, faul, träge, müssen klare Anweisungen bekommen, sind nicht bereit, sich einzusetzen, sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und sind natürlich unkreativ. Wohlgemerkt, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war das. Das war eine ganz andere Arbeitswelt damals. Und Theorie Y, davon gab es damals ganz wenige. Die sind davon ausgegangen, dass Arbeit genauso natürlich ist wie Sport oder Spiel. Dass nichts dagegen spricht, dass Leuten die Arbeit Spaß macht und sie sich in der Arbeit entwickeln wollen. Dass Mitarbeiter sehr wohl bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie gefordert und gefördert werden. Nicht unbedingt befördert, sondern gefördert werden. Das war die Theorie Y. Und in all den 40 Jahren haben zahllose Management-Gurus regelmäßig in dieselbe Kerbe gehauen. Haben gesagt, traust den Leuten was zu, dann trauen die sich was zu, dann kann auch was bei rüberkommen. 40 Jahre lang hören wir das. Nützt es was? Sehr wenig. Langsam geht die Tendenz ein bisschen darüber zu Y. Sehen Sie? Kennt von Ihnen jemand die neue Video von mir über die Komplexitätstheorie? Könnten Sie?
Ich deute mal einen Gedanken an aus diesem Vortrag, der für uns in unserem Zusammenhang heute sehr wichtig ist. Schauen Sie, das hier ist die Ordnung. Hier drüben ist das Chaos. Davor haben wir Angst. Und dazwischen ist die Komplexität. Das heißt, die Komplexität ist Leben, die Komplexität ist Lernen, die Komplexität ist das, was das Leben interessant macht. Hier haben Sie die totale Ordnung, die totale Prognostizierbarkeit. Wenn Sie tot sind, dann sind Sie da. Kann Ihnen nichts Unprognostizierbares mehr passieren. Das ist der Rand der Ordnung. Hier sitzen die Beamten. Und hier drüben haben wir den Rand des Chaos. Das heißt, hier sind die anarchischen Leute, vor denen wir Angst haben, viele Kreative. Und Joel Barker hat ja gesagt, wir können die Leute einteilen in drei wichtige Typen für unsere Entwicklung, auch in der Wirtschaft. Das sind die Paradigmen und in der Wissenschaft. Die Paradigmenveränderer, also die Spinner, die mit einer neuen Idee daherkommen. Das sind die Paradigmenpioniere, die in so eine neue Idee dann investieren, wenn sich keiner traut. Und dann kommen die Siedler mit dem fetten Arsch. Und in der Vergangenheit haben die Siedler abgesahnt. Die Siedler haben gewartet, bis eine neue Idee finanziert worden war, bis sie sich auf dem Markt bewährt haben. Dann haben sie ihr MeToo-Produkt gemacht. Und wenn die Produktentwicklung 4 bis 6 Jahre dauert, dann kann ich mit MeToo im 2., 3. Jahr nachziehen und kräftig absahnen. Heute sind die Produktzyklen circa 6 Monate lang. Das heißt, für die Siedler ist in der Zukunft nichts mehr übrig. Wir müssen selber innovativ werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Mitarbeiter nicht okay sind, dann heißt das etwas sehr Interessantes. Was wir wollen, sind ordentliche Mitarbeiter. Ordnung. Wir haben eine Sucht nach Sicherheit. Wir sind süchtig nach Sicherheit. Und wir reagieren wie ein Süchtiger, wenn man uns die Sicherheit in Frage stellt. Reagieren wir wie ein Süchtiger. Heinz von Förster hat gesagt, schauen Sie, wenn ein Kind geboren wird, Kinder sind Menschen, Menschen sind chaotische Lebewesen, völlig unprognostizierbar, dann macht uns das Angst. Die Kinder sind erstmal ganz da drüben und die wollen wir möglichst schnell darüber kriegen. Je weiter, desto besser. Und dann sagen wir zu dem Kind, wie viel ist 2 mal 2? Und dann sagt das Kind rot. Das erschrickt uns zu Tode. Und dann erklären wir dem Kind, dass auf eine Rechenfrage gefälligst eine Rechenantwort zu erfolgen habe, in diesem Falle 4, das Ganze nochmal, und das machen wir so lange, bis das Kind prognostizierbar geworden ist. Gelingt uns das, dann lieben wir das brave Kind. Je braver, desto toter. Gelingt uns nicht, dann gnade ihm Gott. Dann müssen wir zum Psychologen mit dem armen Wurm. Und so wollen wir unsere Mitarbeiter auch haben, oder so wollten wir sie haben. Ordentlich, prognostizierbar, in kleine Schubladen einsortierbar. Sehen Sie, und diese lebenden Roboter, die den Aufschwung des ganzen Industriezeitalters in diesem Jahrhundert ermöglicht haben, die werden jetzt durch mechanische Roboter ersetzt. Das ist ganz klar, das kann ein mechanischer Roboter auch. Wenn Sie die neuen Telefonsysteme sehen, auf 98% der Routinefragen können diese Dinge in absehbarer Zeit antworten. Also wir sind nicht mehr weit weg von der Star Trek World. Computer, Temperatur, Uhrzeit, verbinde mich mal mit und so weiter. Das wird alles kommen, aber wir keine 300 Jahre mehr warten darauf. Das heißt, der Arbeitsmarkt braucht Leute, die denken können. Und Leute, die denken können, können nicht halbtot sein. Und wir wollen intelligente, kreative, innovative Leute und selber so sein, das ist nun mal da drüben. Das heißt, wir müssen uns mit dem Rand des Chaos vertraut machen. Hier passiert es. Hier läuft die Zukunft ab. Wenn wir das verstehen, können wir uns ja darauf einstellen. Das Schlimmste ist ja, dass wir es meistens noch nicht begriffen haben. Jan Kelowitsch, ein amerikanischer Soziologe, skizziert unsere Entwicklung momentan. Er sagt, die läuft in 3 Phasen ab. Nach dem 2. Weltkrieg war Phase 1. Die heißt beginnender Wohlstand und alte Werte. Da hat die Industrierevolution den Punkt erreicht, dass wir in der Menschheitsgeschichte erstmalig unerhört viele Produkte sehr preiswert in großen Massen herstellen konnten, sodass also alle möglichen Leute sich Dinge leisten konnten. Schauen Sie, in der heutigen Zeit, Leute, die also bei uns angeblich unter der Armutsgrenze leben. Fußnote, wissen Sie, wie in Deutschland Armut definiert wird? Weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens im Lande. Das heißt, egal wie reich die Deutschen werden, es gibt immer so und so viele Arme mit der Definition.
Und die heutigen sogenannten Armen leben natürlich luxuriöser als jeder König und jeder Kaiser vor 200-300 Jahren. Meinen Sie, der König und der Kaiser hatte eine warme, geheizte Toilette in der eigenen Wohnung? Fließendes, heißes Wasser, wann immer er wollte? Eine Stereoanlage? Der musste also alle paar Tage oder Wochen mal sich ein Orchester holen, die ihm was vorgespielt haben. So war das damals. Diese Bequemlichkeit, die wir da haben, die ist in den 50er Jahren angerollt. Das war diese Rolle, diese Phase beginnender Wohlstand und alte Werte. Das heißt, die Menschen wurden immer wohlständiger, aber sie trauten diesem neuen Wohlstand noch nicht. Er war ja in der Menschheitsgeschichte erstmal einmalig. Sie hatten ein bisschen Angst, dass das über Nacht wieder verschwinden konnte. Deswegen blieben die Werte alt. Man blieb also fleißig, man blieb bescheiden, man blieb sparsam. Also erst sparen, dann kaufen, war ganz klar. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, manche von Ihnen sind da noch geschwebt zu der Zeit, die anderen erinnern sich, weil sie da schon hier waren auf dieser Welt. Und das war also diese Phase, zurückblickend sagen wir natürlich, das war die gute alte Zeit. Zurückblickend erscheint uns die Phase als sehr ruhig, in Wirklichkeit war sie turbulent. Und das ist auch etwas, was uns klar sein muss. Jede Phase des Übergangs, jeder Übergang ist immer turbulent und das können Sie sich folgendermaßen vorstellen. Ein Flugzeug fliegt so. Und jetzt nehmen wir an, das Flugzeug will in den Überschallbereich. Dann muss es dazwischen eine Phase von Turbulenzen durchlaufen, ehe es darauf kommt. In diesem Augenblick hier, da meinen Sie, das Flugzeug wird auseinanderfallen. Und auf einmal ist es wieder ganz ruhig in diesem Plus-Mach-Bereich. Sehen Sie, das sind die Übergänge. Und die Übergänge sind immer am Rand des Chaos. Und diese Phase hier war ein Übergang damals. Rückblickend meinen wir, das war die ruhige, gute alte Zeit. Das ist natürlich Quatsch. Das war eine turbulente Zeit des Übergangs. Und was ganz wichtig ist, meine Damen und Herren, die Siedler sind Zeiten, die in Zeiten der relativen Ruhe, also auch eine Übergangszeit hat manchmal ein bisschen rundere Zacken drin, wo man mal ein bisschen ausruhen kann. Da sahnen die Siedler ab. Je turbulenter es ist, desto weniger ist für die Siedler da. Desto erfolgreicher sind die Außergewöhnlichen, die aus innen heraus was machen, die nicht warten, bis jemand von außen sie motiviert, die nicht warten, bis ihnen jemand eine Idee präsentiert, die, wenn sie arbeitslos werden, die Arbeitslosigkeit als Job sehen und wie einen Job angehen, wie ein Problem, das sie lösen wollen und nicht warten, dass Quark, Quark irgendjemand ihnen den Job auf einem Tablett präsentiert. Das sind die Leute. Und in dieser Wirtschaftswunderzeit war es relativ leicht, erfolgreich zu sein, weil diese Zeiten der Turbulenz auch wahnsinnige Chancen bieten. Wenn man nur ein bisschen wach ist, dann fallen sie einem zu. Und deswegen gibt's ja dann diesen Effekt, dass immer mehr Leute erfolgreich sind. Dann kam eine Phase, wo wir hatten wirtschaftlichen Überfluss, immer noch sozusagen, und jetzt glauben die Leute, dass es so bleibt und jetzt wachsen neue Werte. Und diese zweite Phase haben die USA begonnen, frühe 70er Jahre. In Deutschland hat sie angefangen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und in Japan beginnt sie jetzt gerade erst. Auch sehr interessant. In dieser zweiten Phase wachsen neue Werte. Die Vorboten haben wir davor gesehen, das war vom Paradigmenwechsel immer die große Rede gewesen. Das sind die Vorboten, wenn neue Werte wachsen. Und in dieser zweiten Phase sind die Werte Individualisierung. Das heißt, ich habe ein Recht auf eine Persönlichkeit, ich habe ein Recht auf eine Persönlichkeitsentwicklung, ich habe ein Recht darauf, meine Persönlichkeit auszudrücken und so weiter. Das sind neue Werte. In der Menschheitsgeschichte davor hatte niemals das breite Volk, die breite Masse auch nur das geringste Recht auf so etwas wie Persönlichkeit. Das hatten nur ganz, ganz, ganz wenige, denen das in die Wiege gelegt worden war und alle anderen hatten das nicht. Das sind dramatische Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, die wir überhaupt nicht mitkriegen, wenn wir mittendrin sind. Wenn man einen gewissen Abstand hat, kann man zurückblicken und sagen, jawohl, so war's. Mit der Distanz kommt auch der klarere Blick. Solange ich noch bis dahin drin stecke, kann ich schlecht sehen, weil ich ja nicht sehe, was rechts und links um mich herum brodelt. So, und derzeit überleben wir den Übergang. Überleben wir den Übergang, erleben wir den Übergang, aber es ist auch ein Überleben immer. Zur nächsten Phase, und die nächste Phase heißt, die Party ist vorbei. Nach dem Fest. Deswegen heißt mein Vortrag, die Schonzeit ist vorbei.
Da haben wir ein doppeltes Leitmotiv, sagt er, und zwar wirtschaftlichen Optimismus gekoppelt mit moralischem Pessimismus. Jetzt wird's spannend. Jetzt sagen wir, diese scheiß Individualisierung da, nicht wahr? Das ist doch der pure Egoismus. Und jetzt haben wir Ängste. In Zeiten des Übergangs kommen gewisse Ängste auf. Und jetzt haben wir Ängste. Wir haben Ängste, dass das Ganze zusammenkrachen könnte. Die Angst ist nicht ganz unberechtigt, denn wenn wir in turbulenten Zeiten sind, wissen wir nicht, an welcher Stelle dieser Spitze wir wieder aussteigen werden. Es kann auch sein auf einem niedrigeren Niveau als auf dem, von dem wir herkamen. Das ist theoretisch denkbar. Das sind also gewisse Ängste, die manche Leute haben. Wir haben Angst vor den Schmarotzern der Gesellschaft. Das hört man ja heute nicht immer lauter an den Stammtischen. Wir haben Angst vor zu viel Individualismus, den wir dann als Egoismus bezeichnen. Sehen Sie, und jetzt brauchen wir eine Synthese zwischen den alten Werten und der Bescheidenheit und all dem und den neuen Werten der zweiten Phase. Und die Synthese lautet, dass wir uns auf Gegenseitigkeit was Gutes tun, geben und nehmen, sowohl Kinder als auch Karriere. Also wir verbinden jetzt sehr viele Ent- oder Weders zu einem sowohl als auch. Das ist im Grunde eine unerhört gesunde und notwendige Entwicklung. Und so eine Phase birgt phänomenale Chancen für jeden, der bereit ist, sich der Turbulenz auszusetzen. Jetzt überlegen Sie mal, was Ihre Werte sind. Und jetzt kommt ein weiterer Begriff, den wir in der letzten Zeit öfter gehört haben. Wir sollen uns selbst, also sich selbst, sollen wir regelmäßig neu erfinden. Haben Sie schon gehört, den Begriff?